auf dich wartet ein Cardio Circle. Wir haben 6 Übungen, 45 Sekunden mit 15 Sekunden Pause. Eigentlich sind es 3 Übungen und dann wiederholen wir sie. Und zur Seite boxen und dabei immer der leichte Ausfallschritt zur Seite, dreh dich. Du kannst das natürlich auch ohne Kurzhanteln machen. Gib ruhig Gas, ja auch im dritten Trimester kannst du hier so viel Gas geben, wie du magst. Mach den Talk-Test, solange du bei den Übungen noch sprechen kannst, bist du und dein Baby im guten Bereich, im sicheren Bereich, das heißt im guten Pulsbereich. Das heißt, genügend Sauerstoff kommt einfach zu dir und zu deinem Baby. Du kannst das hier nur steppen oder mehr hopsen. Entscheide selber oder komm auch etwas tiefer. Kurze Pause. Or make sure the ground is okay for you. Füße ein bisschen rollen zur Erholung, so abrollen. Jetzt der Standing Mountain Climber. Step it out. If this is what you want to do today, and if like jogging it out is too bouncy for you, other than that you can also jogging ist vielleicht noch zu wackelig für dich nach der Geburt oder halt auch im dritten Trimester könnte es ein bisschen unangenehm und viel werden, dann machst du es halt nicht mehr. Bei manchen auch schon im zweiten Trimester, gerade wenn du vielleicht eine Mehrlingsschwangerschaft hast. Und wenn du dich im ersten Trimester mal nicht wohlfühlst, das kommt ja auch ganz häufig eigentlich vor, dass man an Übelkeit leidet oder Müdigkeit, dann ist das Steppen halt auch eine gute Variante. Kurze Pause wieder. So ein bisschen, als ob du Weintrauben unter deinen Füßen ausdrücken willst. So wie bei der Weinlese. And then you're gonna go side, back, side and bring up the knee. Ich mache es hier ganz langsam vor. Also Seite, Rück, Seite, hoch. Seite, Rück, Seite, hoch. Seite, Rück, Seite, hoch. And also here, you can really pick up the pace. Und natürlich darfst du hier wieder Gas geben, wenn du magst. Und du musst auch nicht das Knie so nah zum Ellbogen bringen. Wenn dir das ein zu großer Twist ist im Oberkörper, dann schau mal jetzt. Ich gehe einfach nur gerade runter mit dem Arm und mit dem Bein. Das kann schon sein im dritten Trimester, das muss nicht mehr sein. Und darum machst du es dann einfach etwas anders. Aber da hör wirklich auf deinen Körper. Der Twist ist jetzt nicht zu stark, dieses Verdrehen im Oberkörper, dass das gefährlich sein würde. Starting with the side slides. So, wir gehen wieder zurück zur ersten Übung. Side slides. Stell dir vor, wirklich du slidest, also du rutschst über den Boden zur Seite. Das geht vielleicht sogar ganz gut auch auf einem Boden, der natürlich ein bisschen rutschiger ist. Ansonsten, wie hier im Sand natürlich nicht, dann steppst du zur Seite. Und gib Gas, was das Boxen angeht, also richtig push it out mit den Armen hier. Come a little deeper and push it. Nur im Gelenk, versuche immer so eine kleine Beugung zu behalten, also im Ellbogen, damit du das Ellbogengelenk hier etwas schonst. And 3, 2, 1, take a rest. Kurze Pause. Make sure that I don't dig such a hole in here. And then we're gonna go back to the standing mountain climbers. Bring your arms. Danach wieder stehend die Leiter nach oben klettern. 45 seconds to reach the top. 45 Sekunden. Und wieder steppen oder auch wirklich jogging. Feels better for your belly. Or hold your belly with one hand, then you put your dumbbells down. If that feels better. Alternative ist immer auch, ohne Kurzhanteln das zu machen und den Bauch festzuhalten mit beiden Händen. Denn manchmal fühlt sich das einfach zu wackelig an und dann ist das etwas wie, als ob du das Training mit einem Bauchgurt machen würdest. Das hilft einfach zur Stabilisation und tut gut.
and rest. Kurze Pause. Last one here. The lateral step cross. This time we start from the other side. Und wir starten wieder mit der nächsten Übung. Seite hinten, Seite hoch. Seite hinten, Seite hoch. Finde dein Tempo. Schau mal, ein bisschen anstrengender ist es, wenn du jedes Mal mehr in die Knie gehst. Oder du könntest sogar auch eine Drehung machen. Mir wird hier fast ein bisschen schwindelig dabei. Just have fun with it. Then you don't feel. Genieß es, probier dich aus. Und dann sind wir auch gleich schon durch. 45 Sekunden. And elevating your heart rate. Back to center. Und das war's. For this part.